Alles klar, dann starten wir jetzt hier. Ja, herzlich willkommen zu dem Interview zum Flyback-Projekt. Wenn du das Projekt noch nicht kennst und das Ganze auf YouTube siehst, verlinke ich hier oben rechts oder links das Video, wo ich Flyback so ein bisschen erkläre. Und das Ganze ist ja interaktiv. Das heißt, wenn jemand, der hier im Raum mit dabei ist, Fragen hat, jederzeit einfach loslegen. Und ja, dann begrüßen wir Dennis, der Flyback hier repräsentiert. Vielleicht, Dennis, erzählst du uns ein bisschen was von dir, vom Projekt, einfach, dass wir eine erste Idee haben. Okay, es gibt viel zu erzählen, aber begrenzt Zeit. Also selbst seit über 30 Jahren im Vertrieb, 94 Mal in die Vertriebswelt eingestiegen und einige Projekte gemacht. Sehr produktlastig gewesen die ersten Jahrzehnte und dann später in die Kryptowelt eingetaucht, auch einige Projekte gemacht, 2016, 17. Habe einige IPOs mit eigenem Geld befeuert, über 20, und war auch an einigen selber beteiligt. Große Vertriebsstrukturen aufgebaut, sehr viel Krypto geraced in kürzester Zeit und gesehen alles, was so funktioniert und auch was nicht funktioniert. Und dann die letzten 4 Jahre eigentlich Weltreise gemacht, auf dem eigenen Schiff, auf der Yacht war unterwegs. Und jetzt bin ich jetzt wieder angelandet hier in Miami gerade aktuell. Und mich juckt es wieder in den Fingern, das schon seit einiger Zeit. Ich habe den Markt mir angeschaut, gesehen, was sich alles verändert hat, was sich alles modifiziert hat, und bin echt begeistert von der Entwicklung und sehe da eigentlich eine Riesenchance für das zu kämpfen, für das ich einstehe und lebe. Und das ist die Freiheit, die Unabhängigkeit. Ich bin nicht systemkonform. Das bedeutet letztendlich, wenn das Haus brennt und alle rennen irgendwie nach links, dann siehst du eine Person, die rennt in die andere Richtung. Das bin ich und vielleicht noch ein paar andere von euch, die halt die Dinge und die Welt ein bisschen anders sehen. Und da gibt es halt Ansätze und Möglichkeiten, meiner Meinung nach, etwas zu tun. Und die einzige Chance, etwas zu tun, ist in einer dezentralisierten Organisation. Und so ist eigentlich auch die Idee Flyback von mir beeinflusst worden ein bisschen, weil ich gesagt habe, wenn wir was machen in der Richtung, dann muss es Lösungen geben, Möglichkeiten geben, dass wir Wege aufzeigen können, wie wir weiter uns nicht komplett unabhängig, aber so gut ist, wie es geht, von dem System, was da läuft, entfremden können. Mit Tools, mit Ideen, mit Möglichkeiten. Und dadurch ist eigentlich Flyback gestartet, beziehungsweise auch in diese Richtung marschiert, Dinge zu tun, die man halt nutzen kann, wie beispielsweise jetzt die virtuelle Debitkarte, die kurz vorm Start ist und mit der du dann eigentlich auch anonym einkaufen kannst, mit Apple Pay verbinden kannst, mit deinem Telefon oder vielleicht deinem Freund die Karte schickst, der gerade in Argentinien lebt und ja, vor Inflation sich nicht mehr retten kann, der hat jetzt die Karte Backup mit Dollar in dem Moment und kann sie einsetzen. Ja, und du kannst die befüllen mit Cryptocurrencies. Wie das genau geht und welche Nische wir da entdeckt haben, das kann ich dann auch noch gerne später erklären. Ja, super, erstmal vielen Dank. Und ich glaube, dass Veränderung, Innovation eigentlich immer von Leuten passiert, die eben nicht systemkonform sind. Insofern ist das, glaube ich, der richtige Weg. Kannst du vielleicht in 3 Sätzen zusammenfassen, was ist Flyback? Worum geht es? Also wenn noch niemand was davon, jemand, der noch nichts davon gehört hat, wie würdest du ihm das erklären? Also wir, klar, logischerweise brauchen einen eigenen Token, damit wir Community aufbauen können. Den haben wir auch mit einem ganz besonderen Tokenomics-Programm, was wir zu späteren Zeitpunkt genau darstellen werden, welche Features, welche Besonderheiten integriert sind, welche Smart Contracts und dergleichen und der Sinn und der Use Case von dem Token als solches. Momentan befinden wir uns in einer Pre-Launch-Phase, im Pre-Sale, wo wir bereits die ersten 5 Stages ausverkauft haben. Wir sind jetzt seit einem Monat auf dem Markt und sind bereits dort in der 5. Stage bei 0,05 Cent. Und wir raisen also bis 10 Cent in dieser Pre-Sale-Phase. Also jeder, der jetzt sagt, ich bin dabei, der hat X5 automatisch bis zum Ende der Pre-Sale-Phase und danach geht man public. Der Coin oder die Idee dabei ist es natürlich, eine Community aufzubauen, wo wir den Coin oder auch später dann den Coin einsetzen können für verschiedene Payments, für Merchants, wo beispielsweise Dienstleistungen und Produkte angeboten werden können. Mit dem Coin als Zahlungssystem wie in einer Insellösung. Ich sehe das immer als Insel, das heißt, wir sind irgendwann dann vielleicht 100.000 von Membern, wohnen auf einer Insel und anstatt dass wir jetzt Kokosnüsse teilen müssen oder meinetwegen Salz oder Fisch, haben wir halt einen Coin, den wir nutzen können und benutzen können für verschiedene Aktionen. Und darauf aufgesetzt gibt es halt ja, interessante, innovative Produkte. Das eine ist, wie gesagt, die virtuelle Karte.
Das andere ist ein Payment Gateway, wo du auch in Zukunft deine Rechnung quasi bezahlen kannst. Deine Stromrechnung, Telefon, whatever. Das heißt, da gibt es einen Provider, der dann einfach für dich wechselt in Fiat. Du hast mit Fiat nichts mehr zu tun. Du bleibst eigentlich in Krypto und zahlst deine Rechnung. Es ist auch eine physische Karte angedacht. Da sind wir auch in Verhandlungen. Was ganz interessant ist, mit einem Unternehmen, was nicht mit der westlichen Welt zu tun hat. Es gibt einen, also Kreditkartenanbieter oder Debitkartenanbieter, der ist weit größer als Union, der ist ja schon den Namen verraten, als Mastercard und Visa Card zusammen. Und ich glaube, dass sich da eben halt auch neue Chancen und Möglichkeiten auftun. Wir sehen ja eine Spaltung. Die NATO, Entschuldigung, meine Vertriebssprache jetzt an dieser Stelle, kackt ab immer mehr. Das sehen wir ganz deutlich. Und es tun sich andere Länder zusammen, wie beispielsweise BRICS. Wer das ein bisschen verfolgt, der sieht, dass da was passiert. Und ich denke, dass wir was Historisches erleben werden, weil nach dem dominanten Dollarjahren, Jahrzehnten, Jahrhundert mittlerweile, ist es an der Zeit, vielleicht auch mal über andere Weltwährungen nachzudenken, mit der man vielleicht sich dann auch in Zukunft bewegen könnte, also sprich BRICS-Staaten und dergleichen. Ja, also das ist quasi die Idee dabei. Freiheit, Unabhängigkeit, Lösungen suchen, um sich eben halt so gut es geht mit dem System auseinanderzusetzen, was wir da alle draußen erleben. Also dafür steht Flyback und auch ich. Alles klar, danke schön. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wer hinter dem Projekt steht? Also du bist offensichtlich ja mit in die Konzipierung involviert und jetzt auch eben das Ganze nach vorne zu bringen. Aber es bist ja wahrscheinlich nicht nur du. Also kannst du ein bisschen was sagen, wer dahinter steht? Ja, es gibt natürlich ein paar Krypto-Veteranen, auch ein paar interessante Leute, sehr viele Developers, die extern arbeiten. Und wir wollen zu diesem Zeitpunkt die Leute, die es konzipiert haben, noch nicht öffentlich machen. Das wird passieren, aber es gibt dort einige Visionäre, die ja sehr interessant sind, sehr bekannt sind und dort natürlich ein riesen Know-how mitbringen und auch Community. Wenn wir public gehen, soll sich das ändern, dass man dann natürlich auch sagt, okay, wer ist das überhaupt oder wer ist Flyback? Zum jetzigen Zeitpunkt in der Pre-Sale-Phase noch nicht. Ich bin der Master-Distributor sozusagen und ja, wenn man will, auch das Gesicht momentan plus eben halt ein paar andere Kollegen, Partner, mit denen ich hier kooperiere, die zusammenarbeiten, die mit in dem Projekt involviert sind, wie der Dennis Correy oder auch jetzt der Alius und Daniel und ein paar andere Leute. Aber der Source Core ist, oder die eigentliche Mannschaft, die dahinter steht, die wird zum späteren Zeitpunkt die Fahne heben. Alles klar. Kannst du ein bisschen was zu der Bank sagen, die ihr braucht? Also wenn ihr eine Debitcard Lounge braucht, oder irgendwie einen Zahlungsanbieter, irgendeine Bank. Kann man da ein bisschen mehr, gibt es da weitere Infos? Ist ein Payment Provider, der erste, mit dem wir kooperieren. Und in der zweiten Phase gibt es verschiedene Optionen. Auch mit einer Bank aus Mexiko zum Beispiel. Was ganz spannend ist, was ganz interessant ist, ist, dass du diese virtuelle Karte eben halt in vielen, vielen Ländern einsetzen kannst und du hast keine Distribution, weil oftmals scheitert das daran. Wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt Kunden oder eben halt auch neue Partner in anderen Ländern, Lateinamerika oder jetzt auch Richtung Asien, dann ist es sehr schwierig, die Distribution aufzusetzen, dass die Karten ausgeliefert werden können. Solange wir in der virtuellen Welt bleiben, ist es kein Problem und das funktioniert mit der Karte super. Aber Namen können wir noch nicht nennen. Das heißt, welche Bank ist es, sodass man sozusagen mal googeln kann, wer ist denn das überhaupt? Die Bank von der virtuellen Karte, wir sind kurz vor dem Launch und danach machen wir das auch öffentlich. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, bei dem Unternehmen hier. Hier legt man sehr viel Wert auf die Transparenz. Also deswegen sind die Holdings bzw. auch der Treasury öffentlich. Man sieht ganz genau, wie viel Geld dort hinterlegt worden sind. Und man hat also auch dann, wenn wir öffentlich werden, logischerweise Einsicht auf alle Abwicklungen und dergleichen. Wichtige Punkte beispielsweise dabei sind, dass man eben mit Multisec-Account arbeitet, dass eben halt keiner mit der Kasse abhauen kann, wie man das schon ein paar Mal gesehen hat und erlebt hat vielleicht auch. Ja. Das geht hier nicht, weil eben halt vier Parteien da sind, drei davon müssen unterschreiben. Natürlich, es gibt nichts Sicheres auf der Welt, das wissen wir auch, aber es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass sich drei Leute auf den Weg machen und sagen, jetzt hauen wir hier mit der Kasse ab, das sehe ich nicht so. Und das ist schon mal ein wichtiger Punkt, plus dass eben halt auch
große Reserven gebildet werden, um dann auch weiterhin grüne Charts zu halten. Weil wir wissen alle, dass die meisten pumpen und dann irgendwann heißt es Peng. Und nur mal oben, die Leute machen sich frisch und die Masse unten guckt hoch aus der Wäsche, weil der Coin nie wieder hochkommt. Und das ist hier eines der wichtigsten Ziele, das zu verhindern. Deswegen gibt es ja auch ein Token-Burn-Programm und sehr viele Features, was das Tokenomics-System angeht. Und das werden wir auch öffentlich stellen, dass man genau sehen kann, wie machen die das, wie geht das, wie läuft das mit dem Auschecken später und so weiter und so fort. Das ist ein richtiger Plan dahinter. Okay, also zu dem Punkt wollte ich gleich sowieso noch kommen, aber nur noch einmal kurz festgehalten. Also das heißt im Prinzip, das, was die Leute dahinter so und die Bank wird, können wir mit rechnen, zum Launch transparent öffentlich gemacht, aber nicht vorher. Ja, der Launch der Karte, die virtuellen Karte, wir haben jetzt kurz vor Weihnachten, also vor Weihnachten wird die Karte noch gelauncht, ich denke sogar nächste Woche. Und dann siehst du alles, was du sehen willst und was du sehen musst. Also welcher Payment Provider, mit wem wir quasi diese Kooperation machen, welche Gesellschaften wir dazwischen geschaltet haben, das kann man ja alles nachvollziehen. So, und wichtig ist, dass der Kunde transparent bleibt, beziehungsweise nicht transparent ist, sondern ja. dass der Kunde eben halt sich ohne ein aufwendiges KYC-Programm verifizieren kann. So, und dafür gibt es ein Konzept, ein System, weil wir wissen alle, große Kartenanbieter mittlerweile auch in Europa, den Namen will ich jetzt nicht nennen, Binance kennt ihr alle, muss jetzt aufhören. So, warum? Wieso? Was machen die falsch? Warum geht das nicht mehr? Warum können die keine Kryptokarte mehr anbieten? Und auch Crypto.com kommt da so ein bisschen in Straucheln, was den europäischen Markt angeht. International gesehen ist es auch wieder eine andere Geschichte. Auch der amerikanische Markt wird immer schwieriger mit unglaublich vielen Auflagen. Ich bin ja in Amerika, ich kriege das so ein bisschen mit. Mit einer virtuellen Karte können die uns alle mal. Okay. Ein wichtiger Punkt ist ja Anonymität. Das hast du ja gerade selber schon angesprochen. Kannst du ein bisschen erklären, wie das funktionieren kann? Weil wenn du Leuten sagst, ey, du kannst eine Kreditkarte verwenden, aber oder Debitkarte, ganz wichtig, gibst aber nicht deinen Namen dazu an. Dann sagen, ist natürlich die erste Reaktion immer, nee, das geht nicht. Klar, das geht immer so lange nicht, bis es dann doch geht, kennt man. Aber kannst du vielleicht mal ungefähr erklären, wie das technisch funktioniert? Ja, und zwar, du hast die Möglichkeit, wenn du dort die ersten 100 Flies, so heißt der Token, gekauft hast, dir die erste Karte freizuschalten. Da hast du einen Aktivstatus. Jetzt kannst du die Karte bespielen mit verschiedenen kryptischen Währungen und aufladen und musst aber nichts angeben an Daten. Warum nicht? Weil sie limitiert ist im System auf 1.000 $. Jetzt reichen dir die 1.000 $ nicht, jetzt möchtest du natürlich mehr machen. Mit einem Klick aktivierst du eine neue Karte, die kostet dich $4. Und schon kannst du das Spielchen weiter treiben, so oft und so lange du willst. Das ist die Idee oder die Nische dabei, weil es in dem Moment auf 1.000 $ limitiert ist. Alles andere, was ich darüber jetzt anbieten wollen müsste, ist natürlich dann wiederum KYC-Abfrage. Brauchen wir aber bei dem Weg nicht. Also du klickst, hast eine neue Karte, klickst, hast eine neue Karte. Du kannst 30, 40, 50 solche Karten rauslassen und du willst 100. Und kannst die auch verteilen und verschicken. Und damit Kontakte machen, kannst die aufladen. Du hast dazu sogenannte Giftkarten, die du integrieren kannst, abhängig mit welchem Land du zusammenarbeitest, wo du dich anmeldest. Und du kannst diese Giftkarten beispielsweise auch mit Krypto aufladen, schickst meinetwegen $10 Amazon-Gutschein an irgendjemanden, was ist das denn? Ja, hier, geschenkt, kannst du kennenlernen. Wenn du mehr wissen willst, klick mal hier drauf, kannst dir auch hier die Karte holen. Da vorne kannst du jetzt hier das Fleiß kaufen. Wir nutzen das auch als Marketing, um eben halt uns bekannt zu machen. Die Karte ist endlos verfügbar. Das ist der erste Step. Der zweite Step ist eine weitere Karte, die auch dann, das habe ich aber noch nicht gesehen, die erste habe ich jetzt schon gesehen, die auch eine Chance haben soll, bis 50k zu gehen, also auch ohne KYC. Da warte ich aber mal ab, bis es dann soweit ist. Also wir bringen erstmal das, was wir haben, und das ist auch ziemlich ungewöhnlich, in der Pre-Launch-Phase, sagen wir mal, sofort ein Produkt zu bringen. Also was ich kennengelernt habe, war immer, ja, wir bringen mal irgendwann und so, lass jetzt mal Money raisen und dann irgendwann fangen wir mal an, und nie kam was. Oder bis heute kam nichts. Und hier zeigen wir sofort auch, und ich glaube, es ist eine gute Trustbildung, schau, das erste Produkt ist schon da. So, und viele warten da auch drauf. Und ich denke, dass wir damit natürlich auch unglaublich viel Bekanntheitskraft bekommen können. Wir können viele Influencer damit gewinnen und auch dann zeigen, dass es wie in der Praxis funktioniert. Weil da gibt es ja die ganzen Tagesstories und so weiter. Hey, ich habe jetzt gerade hier kein Geld, schick mal was rüber. Oder ich nutze jetzt meine virtuelle Karte, meine andere Karte funktioniert gerade nicht. Da kann man viele schöne Sachen machen und ja, ich denke, marketingmäßig ist das cool, weil die Karte echt
überall einsetzen kann. Ja, ich glaube, also wenn ihr es wirklich schafft, die Karte nächste Woche, wie du ja sagst, zu launchen, die Debitkarte, dann ist das schon ziemlich cool in der Tat. Dann ist ja letztendlich von dem ganzen Start des Presales, bis dann das Produkt da war, wie viel ist denn vergangen? 3 Wochen oder so. Das wäre sicherlich ein Element, was eine Menge Trust auch erzeugen würde. Das wäre schon cool. Vielleicht erzählst du ein bisschen, wie läuft denn der Presale so? Wie ist der Stand der Dinge? Das ist so, was geht ihr davon aus? Wann wird das Ganze beendet sein? Wann ist der Launch? Okay, wir hatten natürlich hier ganz am Anfang so gut wie nichts promotet. Also aus dem Nichts heraus haben wir eigentlich den Presale gestartet und die erste Stage mit 0,1 Cent war nach einer Sekunde ausverkauft. Und dann sind wir auf die 0,02, das war dann ungefähr nach 2 Minuten weg. Und so haben wir uns jetzt quasi hochgearbeitet. Sind jetzt gerade mal 4 Wochen aktiv und sind jetzt bei aktuell 0,05 Cent. Und das sind, glaube ich, 20% oder 23% jetzt schon ausverkauft. Und dann geht es in kleinen Schritten weiter bis auf insgesamt 10 Cent, bevor wir public gehen. Und das wird also mit Sicherheit einige Monate dauern, bis wir soweit sind. Das sind einige Millionen, die da eben halt geraced werden. Und dann haben wir natürlich viele Ideen, was wir machen werden, auch während der Phase und auch später, wenn wir public gehen, logischerweise. Das heißt aber, die Karte wird es geben, bevor der Presale zu Ende ist, und man wird die nutzen können, auch bevor der Presale zu Ende ist. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn alles läuft, habt ihr die vor Weihnachten und könnt damit loslegen und auch damit gruseliges Marketing betreiben, logischerweise, mit der ersten virtuellen Karte. Es werden aber auf dem Wege dahin weitere Lösungen und weitere Projekte und Produkte angeboten, die in die Zeit passen und die von uns natürlich geprüft sind und die funktionieren. Es gibt da interessante Gespräche und Möglichkeiten, aber das kommt später erst. Also ich mag es gerne, was wir vielleicht niemals bekommen. Es gibt da gute Ansätze. Ja. Kannst du was dazu sagen? Ach sorry, mach weiter bitte. Ja, erzähl weiter. Ich sage, wir wissen alle, was wir irgendwie brauchen und genau diese Dinge sind für uns entscheidend wichtig. Ich denke an dieses Kollektiv. Ich bin ein Fan von, weil ich weiß, wenn Menschen sich auf eine Sache konzentrieren und es sind vielleicht ein paar Hunderte oder ein paar Tausende, dann hat es eine sehr große Chance, dass die ganzen unterbewussten Aktivitäten starten und du gewisse Dinge anziehst in deinem Leben. Das habe ich so gelernt, bin ich auch sehr vermögend geworden durch den Mindset und durch diese Art und Weise zu denken und zu arbeiten. Und ich glaube, dass wir damit sehr viel mehr in unser Leben ziehen werden, in dieser Community, als was wir vielleicht jetzt erahnen können. Weil du ziehst das automatisch an, das habe ich jetzt schon gemerkt, nach der ganz kurzen Phase, wo auf einmal Leute melden, Türen aufgehen, Angebote um die Ecke kommen, hey, wir haben die Idee, wir können das und das machen. Und das ist für mich eine Community, also wo auch nicht nur irgendwo eine One-Man-Show abläuft oder so, sondern eben halt Menschen sich mit einbringen, ihre Potenziale nutzen, ihre Fähigkeiten nutzen und daraus etwas Großes entstehen lassen. Das ist auch etwas, wo ich fest dran glaube und mit dem man hier eine Menge bewegen kann. Das hat jetzt nichts direkt mit dem Geldverdienst zu tun, sondern das hat einfach mit der ganzen Persönlichkeitsentwicklung zu tun, die man super nutzen kann, weil ich glaube an die Macht der Anziehung und mit den richtigen Leuten, mit den richtigen Menschen zusammen sind wir einfach eine Armee. Und aber eine positive Armee, die jetzt gegen Blut vergießen will, auch keine Revolution, die sind meistens blutig, sondern weil wir suchen uns halt Nischen, Möglichkeiten, dass wir uns von diesem System nicht da extrem versklaven lassen, weil wir müssen etwas tun. Die Welt da draußen wird immer perverser und es gibt kein Ende in Sicht. So. Und die einzige Chance nochmal ist, wir sind eine Truppe, wie so eine Bande. Früher haben wir so Rockerbanden gehabt, so mit 16, 17, 18 und so weiter. Da waren wir cool, hatten unsere Abzeichen auf der Schulter und wir waren die Könige und an Kasper und haben unsere eigenen Gesetze gemacht. Und genauso, natürlich ein bisschen seriöser logischerweise, das Ganze hier sehe ich Flyback Solutions. Flyback heißt für mich so ein bisschen in der Bewegung bleiben, also schauen, was geht am Markt. Auch ein bisschen teilweise zurück zur guten alten Zeit. Da gab es viele gute Sachen, die funktioniert haben, mit denen wir was anfangen können, die wir einsetzen können. Ja, simple, einfache Geschichten sozusagen. Wir sind ja sowas von fremdgesteuert mittlerweile da draußen und das ist pervers. Das ist echt pervers, diese Welt. Und da gibt es gute Ansätze mit ein paar guten Leuten, die sagen, hey, mal gerade drüber nachgedacht und was ist, wenn wir das so und so machen, hier können wir vielleicht das und das dazu nehmen und so weiter und so fort. Das meine ich. Vielleicht einmal ein Kritikpunkt, der bei diesem Projekt, aber bei ähnlichen Projekten immer wieder kommt, ist, dass es natürlich so einen Multilevel-Marketing-Aspekt hat. Ja. Was sagst du dazu?
Es gibt zwei Seiten von Multilevel-Marketing. Logischerweise gibt es welche, die sind sehr vernünftig, sehr seriös ausgelegt, haben auch einen seriösen Background. Die Industrie ist gigantisch groß. Auf der anderen Seite hast du natürlich viele Scams und viele Trittbrettfahrer, die halt versuchen, über Multilevel ihren Shit zu verkaufen oder eben halt zu vermarkten. Das ist mir auch alles bekannt. Ich glaube, das wird die Zeit zeigen. Das ist auch ein gewisses Vertrauen. Und Vertrauen ist für mich die Summe der eingehaltenen Versprechen. Ich kann viel erzählen. Ich brauche aber den Beweis, ich brauche den Proof. Und wenn ich abliefere, dann vertraut man mir. Und wenn ich immer wieder abliefere, vertraut man mir mehr. Das ist eine Nummer, für die du kämpfen musst, für die du arbeiten musst, damit du den Trust kriegst, logischerweise. Und das wird man sehen. Es gibt keine Garantie für gar nichts, das wissen wir alle. Und jeder, der nur einen Cent in irgendeiner ICO steckt, der muss wissen, das ist ein Risiko. Du weißt nicht, ob das funktioniert. Das ist eine gute Idee, vielleicht dahinter auch nicht. Das wird man dann sehen. So, wir werden alles daran setzen, dass das hier in die richtige Richtung marschiert. Und ich glaube, ein großer Vorteil ist, dass die Leute, mit denen wir zu tun haben, mich eingeschlossen, jetzt nicht die Jungs sind oder was, die jetzt sagen, ich muss immer mal von dem fremden Geld hier einen Ferrari kaufen oder sowas. Das ist keine Motivation oder so. Da sind wir weit drüber mit vielen, vielen Dingen. Also das ist jetzt nicht die Motivation, weil ich habe es oft gesehen, bei vielen anderen Vertrieben oder bei anderen Geschäften, die waren einfach zu blöd, zu gierig oder zu dumm oder zu kriminell und haben das Ding einfach nur für sich genutzt. Und das ist etwas, was wir hier nicht zulassen werden. Ja, Vertrauen ist ein guter Punkt, weil im Augenblick ist Flyback ja im Prinzip eine Website, wo es ein schönes PDF dabei ist, ein cooles Konzept und so weiter. Aber ansonsten, also wenn man es rational betrachtet von außen, muss man ja fast sagen, naja, da schmeißt du jetzt Geld rein als Investoren. Du schiebst da Kohle rüber, aber du weißt, hast ja überhaupt keine Ahnung, ob da irgendwas passiert. Ich meine, im Extremfall kann die Website in 2 Wochen weg sein und nichts passiert. Warum sollte man das Vertrauen haben, daran zu investieren? Du solltest das Vertrauen am Anfang nicht haben. Du solltest sogar eine gesunde Skepsis haben und du solltest ganz einfach sehen, ob die Dinge funktionieren. Und das passiert hier. Also all das, was wir bis jetzt angesagt haben, nach diesen 1 Monat, das haben wir hingekriegt. Jetzt kommt die Karte, auch das werden wir abliefern. Du siehst hier die tägliche Auszahlung, die es gibt. Du siehst die Streamline, die du nachvollziehen kannst. Das ist ja auch ein geiles Konzept eigentlich, dass du eben halt nicht nur eben durch deine eigenen Aktivitäten hier Geld verdienen kannst, sondern eben halt durch die Community. Die wird also endlos aufgebaut in einer Linie. Da gibt es verschiedene Pools, da kannst du dich für die Streamline qualifizieren. Du hast eine tägliche Auszahlung. Also jeden Tag kannst du sofort das abholen und dir auszahlen lassen. Das funktioniert auch alles sehr gut. Das sind alles Dinge, die schon da sind, die gehen und die funktionieren. Und alles andere, das baut sich auf. Das baut sich auf. Ich kann versprechen, was ihr wollt, aber wir sind in der Phase, wo wir das Ganze erstmal zeigen werden und zeigen müssen. Und dann bildet sich logischerweise auch der Trust. Wenn alle Payments vernünftig laufen, wenn alle glücklich sind und zufrieden sind, wenn sie Karriere machen können. Und es ist auch ein Thema, was nur so geht. Also wie willst du eine Community aufbauen, wenn du jetzt nicht irgendwann mal finanzielle Vorteile davon hast oder die Menschen in irgendeiner Form finanziell beteiligen kannst? Das wird nicht funktionieren. Die ganze Glaubensgeschichten da draußen, das ist eine andere Nummer. Dann musst du beim Club der Esoteriker eintreten oder wie auch immer oder keine Ahnung, den Guru suchen oder so. Aber hier ist es einfach eine wirtschaftliche Komponente, die wir brauchen. Wir müssen, deswegen zahlen wir auch so viel Geld aus eigentlich, um Community aufzubauen, logischerweise, weil für kein Geld kommt nichts und Mutter Teresa funktioniert hier nicht. Alles klar. Wofür brauchen wir den Token letztendlich? Weil im Prinzip kann ich mir ja vorstellen, man hat halt die Karte, man wickelt darüber seine Zahlung ab, das könnte man ja auch alles einfach mit entweder bestehenden Kryptowährungen machen oder sogar mit Fiat. Was ist der Sinn des Fleisch-Token? Wofür wird der verwendet? Wir wollen ihn als Zahltoken haben, Bezahltoken, für Dienstleistungen, für Merchants, für alles Mögliche. Für Dienstleistungen sozusagen, was jetzt Angebote angeht. Aus der eigenen Community, vielleicht auch extern später. Das hat mit der Größe zu tun. Wenn wir eine Community hätten, wie jetzt Crypto.com mit 80 Millionen Kunden, dann brauchst du keinen Euro mehr und keinen Dollar mehr in dieser Welt. So, das hat ein anderes Konzept bei denen, aber so sehe ich das beispielsweise, dass wir aus diesem Token einen Coin machen können, der gewisse Use Cases hat. Da gibt es schon einige Ideen und Möglichkeiten und das soll ja nicht nur halt ein Trading Coin werden, wo man eben vielleicht kauft und verkauft, sondern den auch einsetzen kann.
wo du auch über Peer-to-Peer beispielsweise den Token sharen kannst oder eben halt kaufen kannst, verkaufen kannst. Diese ganzen Möglichkeiten kommen mit dazu. Und wir haben noch ein paar Ideen, die wir dann später auch bekannt machen werden, wenn es dann soweit ist. Wir haben ein bisschen Zeit, logischerweise auch, bis wir an den Start gehen, bis wir public gehen. Okay, dann, ihr werdet ja den Launch haben bei 10 Cent. Und viele Leute haben natürlich jetzt in den frühen Phasen eingekauft für 1, 2, 3, 4 Cent. Und für die ist es natürlich super attraktiv, zum Launch dann bei 10 Cent zu verkaufen. Dann macht man locker dein 2, 3 X ohne große Probleme. Wie verhindert ihr das, dass es dann wirklich den großen Dump gibt? Da gibt es ein Tokenomics-Programm. Das überlasse ich dann den Spezialisten. Ich habe mir das angeschaut. Ich bin kein Programmierer oder Developer, aber für mich sind das teilweise Dinge vom anderen Stern, wie das genau läuft mit den Sales-Tags, mit einem Burning-Programm. Das sind Smart-Contracts hinterlegt, die dafür sorgen, dass du nicht gleich, sagen wir mal, auschecken kannst komplett. Da gibt es einen Holdback quasi, der sich jetzt aufbaut, der wird millionenschwer sein bis zum Zeitpunkt, wo wir in der Lage sind, auch den Coin zurückzukaufen. Das werden wir auch tun, weil wir wollen grüne Charts. Das ist also ganz weit oben in der Liste. Okay, wir haben ja hier noch ein paar Leute in der Community dabei. Hat irgendjemand von euch eine Frage? Dann gerne einfach unmuten und loslegen. Sonst hätte ich vielleicht noch eine finale Frage. Was macht euch einzigartig oder was macht Flyback einzigartig? Also was bietet ihr an oder was gibt es bei euch, was es so im Crypto-Space derzeit noch nicht gibt? Es gibt vieles im Crypto-Space. Es gibt auch viele gute Ideen. Die meisten lassen sich halt nicht in der Praxis umsetzen. Das Projekt hier schon. Davon bin ich überzeugt, dass wir ganz einfach eine riesengroße Community aufstellen werden. Das habe ich in der Vergangenheit schon ein paar Mal hingekriegt, mit teilweise 70, 80, 90.000 Members in der kürzesten Zeit. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es hier vielleicht nicht nur um Geld verdienen geht, sondern eben halt um eine dezentralisierte Community, die sich eben halt international für Freiheit einsetzt und Unabhängigkeit einsetzt, mit abgefahrenen, interessanten Produkten, die uns helfen, super gut klarzukommen. Wie gesagt, ich bin momentan in Amerika und hier spürt man die Arroganz der Banken noch viel extremer. Ich meine, ich habe hier auch meine Geschäfte laufen, ich habe eine Charterkompanie auf den Bahamas beispielsweise, ich habe eine Cannabis-Facility hier in Tennessee, ich habe Unternehmen in Europa und jetzt versuchen wir mal auf den Bankwege gerecht zu werden. Also, dass du tatsächlich Transaktionen machen kannst mit Dollar nach Europa und umgekehrt von Europa her. Ein Nightmare. Es ist sowas von pervers geworden, es ist abartig, es ist unglaublich. Also, was du alles machen wirst, welche Kosten du hast, welche Rückfragen du hast. Ich habe hier alleine zwei Banken verloren in kürzester Zeit. Wir geben noch nicht mal eine Info, warum du jetzt nicht mehr bei der Bank bist. Nach über 3 Jahren, mit, nicht nur mir ist das passiert, sondern Freunden von mir, Makler, Bekannte, auf Bank weg, Konto weg, ohne Information. So, dann merkst du irgendwie, das irgendwas stimmt doch da gar nicht. Und dann schicken die Geld aus Europa ganz normal gegen Rechnung, musst eine Rechnung bezahlen, ne, wird nicht akzeptiert, geht wieder zurück. So, dann kannst du die Ware nicht bezahlen, dann kannst du die Ware nicht schicken. Es ist ein Horror. Also, in der Kryptowelt ist, in der digitalen Welt, hast du das nicht. So, dann gibt es kein Chargeback, zahlst das rüber, musst du dann wechseln, logischerweise, und dann bist du wieder, wenn du es nötig hast, vielleicht auch im Fiat-Bereich. Also ich habe keinen Bock mehr auf Banken. Mich kotzt die ganze Welt da draußen an. Ich finde das pervers, was da abgeht. Und die Leute laufen wie die Lemminge da hinterher und machen nichts. So, und ich bin der Meinung, dass sich das ändern muss, dass man andere Wege gehen muss. So, und ich respektiere natürlich die ganzen Voraussetzungen, die ganzen juristischen Voraussetzungen, alles gut, alles wunderbar, aber mein Leben bestimmst du nicht. Da mache ich mir mein eigenes Ding wie Bibi Langstrumpf. Und da gibt es ein paar andere, die das auch geil finden, und das sind genau die richtigen Leute, mit denen wir hier etwas bewegen werden. So, und alle anderen, die sagen, okay, ich weiß nicht, mal gucken, und dann gehen die andere Richtung, rennen ins Feuer. Nur tote Fische schwimmen den Fluss runter. Wir machen hier richtig Pangole, wir machen richtig Action, leben, haben Spaß, machen den Vertrieb groß
Und da weiß ich, wie das geht, was die Leute brauchen. Und das ist eine andere Welt. Das ist eine andere Welt. Das ist einfach herzlich willkommen bei Flyway. Das ist eine andere Welt. Geh unter oder spring rüber und komm auf unser Schiff. Das ist einfach die Ansage. Ja, aber das beantwortet ehrlich gesagt nicht meine Frage, was einzigartig ist. Du hast jetzt viel Problembeschreibung gemacht. Da kann man zustimmen oder auch nicht. Das muss jeder für sich wissen. Aber was ist das Einzigartige an Flyway? Was bietet ihr an, was es noch nicht gibt? Freiheit. Okay, das ist natürlich eine eher esoterische Antwort. Nee, ist es nicht. Wirtschaftliche Freiheit, Unabhängigkeit. Ich mache dich reich. Ja, das ist ich habe, glaube ich, über 20 Leute zu Millionären geholfen und gezeigt, wie man richtig was Großes aufbauen kann, mit den richtigen Ansätzen, den richtigen Möglichkeiten. Es ist ja nicht nur eine Idee, sondern dazu gehören Tausende von verschiedenen kleinen Puzzleteilen, damit du halt langfristig Erfolg haben kannst mit so einem Konzept. So, ich meine, wer mich ein bisschen kennt, der weiß, wenn er nur was macht, wird es meistens groß. Und ich bin jetzt zurück im Vertrieb nach 4 Jahren Auszeit sozusagen. Und ja, man kann ja zuschauen und abwarten, was passiert. Oder man hat Bock und möchte mitmachen. So, das ist eben halt jedem freigestellt. Einzigartigkeit, suchen alle nach was Einzigartiges. Es ist nichts Einzigartiges. Du bist einzigartig und es hat damit zu tun, was du aus deinem Leben machst. So, ich bin einzigartig, jeder ist einzigartig und es tun wir jede Menge einzigartige Menschen zusammen. Die Konzeption, die Idee ist ja nichts Neues, was wir hier vorhaben, aber das Tokenomics-Programm, was wir da machen, wie wir es machen, schau dir die Backoffice-Seite an bei uns, schau dir das Marketing-System an bei uns, schau dir die Streamline an bei uns, schau dir Leute an, mit denen wir zu tun haben, das macht das Ganze einzigartig. Alles klar, danke für die Antworten. Und ich bedanke mich für das Interview. Wie gesagt, das Ganze, ich stelle es in den nächsten Tagen online. Ich hoffe, dass, ja, dass viele sehen, dass sich viele für das Projekt interessieren und bei Fragen einfach melden. Ja, klar. Und dann viel Erfolg mit dem Projekt auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Schönen Dank dafür. Dankeschön. Schönen Tag. Ciao. Ja. Ciao. Danke. Ciao.